Servus, liebe Naturfreunde. In den Herbstmonaten September, Oktober und auch November lässt sich in unseren Wäldern, hauptsächlich in den Laubwäldern, der wohl gefährlichste Giftpilz finden. Die Rede ist vom grünen Knollenblätterpilz. Was sieht man denn hier an dem Pilz, was auffällig ist? Also, fangen wir mal unten an. Die Knolle hier unten steckt in einer Tasche. Und die Tasche ist sehr breit. Also der Pilz wächst sozusagen aus dieser Tasche heraus. Der Stiel ist unten sehr hell, fast weißlich. Und wird dann langsam bräunlich nach oben. Der Hut kann sehr variabel sein. Man sieht Knollenblätterpilze mit grünlichem, bräunlichem Hut oder auch Mischtöne. Wenn man diesen Pilz verzehren würde, würde man es nicht überleben. Der Pilz für den Menschen sehr, sehr giftig ist, stelle ich immer wieder fest, dass an dem Pilz Fraßspuren sind. Es gibt also zum Beispiel Schnecken, die den fressen. Weil Schnecken haben zum Beispiel überhaupt keine Leber. Sie haben ein ganz anderes Verdauungssystem als der Mensch. Und für die ist dieser Pilz völlig ungefährlich. Für uns ist er tödlich. Dieser Pilz ist schützenswert und nur weil er giftig ist, heißt das nicht, dass man ihn einfach zertrampeln kann, ausreißen kann oder sonst was damit machen sollte. Man kann ihn bewundern, man kann ihn einfach stehen lassen und mehr nicht. Diesen schönen Knollenblätterpilz, diesen grünen Knollenblätterpilz, den habe ich schon gestern gesehen, aber da waren die Lichtverhältnisse nicht mehr so schön. Schaut euch diesen geilen Pilz an. Was für eine tolle Knolle. Man sieht wirklich hier das entscheidende Merkmal sehr gut, dass die Knolle in einer Tasche, in einer Hauttasche steckt. Ja, das ist die Hutfarbe. Oliv. Grün, bräunlich. Das ist bereits ein kleiner Pilz mit einem Gewicht von ca. 50 Gramm wäre für einen erwachsenen Mensch absolut tödlich. Durch die Giftstoffe werden lebenswichtige Organe wie die Leber und die Niere zerstört. Die Giftstoffe des grünen Knollenblätterpilzes sind hauptsächlich Amanitine, insgesamt 9 verschiedene Verbindungen und 7 verschiedene Phallotoxinarten. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt bei dieser vereinfachten Beurteilung. Da haben wir ihn. Wunderschön. Das ist jetzt der größte grüne Knollenblätterpilz, den ich in dem Herbst gefunden habe, mit einer wunderbaren Tasche, in der die Knolle drin steckt. Und ich denke, was man hier ganz gut sieht, sind alle Merkmale auf einmal. Unten die Hauttasche, der genattete Stiel. Dann sieht man natürlich auch die weißen Lamellen ganz gut. So, diese Merkmale muss man kennen, um diesen Pilz
eindeutig zu identifizieren und auch bewundern zu können. So, weiter hinten habe ich noch einen entdeckt. Auch den schauen wir uns nochmal an. Das ist ein wirklich sehr herrliches, schön gewachsenes Exemplar von einem grünen Knollenblätterpilz. Und ich halte jetzt mal einen gelben Knollenblätterpilz daneben. Eine Stelle mal daneben, vielleicht bleibt er stehen. Ja, okay. Also man sieht, der gelbe Knollenblätterpilz hat auch eine Knolle, sonst würde er auch nicht so heißen. Und seine Knolle steckt nicht in einer Hauttasche. Ja, dagegen der Knollenblätterpilz, der grüne Knollenblätterpilz auf alle Fälle. Und was auch auffällt, der Stiel vom grünen Knollenblätterpilz ist olivgrün, wie seine ganze Erscheinung. Und der gelbe Knollenblätterpilz ist so weiß-gelblich gefärbt. Und der Stiel ist nicht genattert. Von oben wird es auch deutlich, wo die Unterschiede liegen. Und was auch auffällt, ist, dass auf dem Hut im gelben Knollenblätterpilz sich so Schüppchen befinden, Reste. Hautreste. Die Giftstoffe Amanitin und Phallotoxin kann man mit Wasser oder auch mit Methanol sehr gut extrahieren. In meinem Fall habe ich Methanol genommen und die Pilzstücke 15 Minuten lang gekocht, anschließend abfiltriert, und so erhält man eine gelbliche, klare Lösung.
diese klare Lösung wird auf ein Zeitungspapier aufgetragen und das Ganze mehrmals, damit sich die Giftstoffkonzentration auf dem Zeitungspapier allmählich aufkonzentriert. Nach der Zugabe von einigen Tropfen 25%iger Salzsäure erhält man nach 15 Minuten Wartezeit eine charakteristische Blaufärbung, die diese beiden Giftstoffe anzeigen. An dieser Stelle beende ich jetzt den Beitrag. Ich verzichte auf Strukturformeln der Giftstoffe und lange Namen und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es ein wenig interessant. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.